Pioneer Investments gehört zu den bekanntesten Fondsgesellschaften Deutschlands. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass der Pioneer Stand hier auf dem Financial Planner Forum den gesamten Tag über gut besucht ist. Zurzeit laufen gerade Vorträge im Hintergrund. Wir nutzen die Situation für ein kurzes Interview mit Christoph Schwarzmann auf der einen Seite und Fondsmanager Thomas Radinger auf der anderen Seite. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier, denn Sie sind gefragte Gesprächspartner. Wir wollen mit Ihnen beginnen, Herr Schwarzmann. Das Jahr 2014 war ein sehr erfolgreiches für Ihr Haus. Welche Trends haben Sie dabei beobachtet und was steht aktuell im Fokus? Ja, es gibt drei Trends, die uns in dem Jahr insbesondere aufgefallen sind. Der eine läuft eigentlich schon seit Jahren, seit der Finanzkrise kann man sagen. Das ist eine weiter ungebrochene Nachfrage nach vermögensverwaltenden Fonds, Mischfonds, Multi-Asset-Fonds. Also immer da, wo Kunden Lösungen suchen, Hilfe suchen bei der Verteilung der verschiedenen Anlageklassen. Davon profitieren wir natürlich als aktiver Manager. Ein zweiter Trend, den wir in den letzten Monaten insbesondere sehen, ist ein verstärktes Interesse nach US-Anlagen, sowohl auf der Aktien- wie auch auf der Rentenseite. Bedingt dadurch, dass das Wachstum hier höher ist als in Europa, dass der Dollar fester ist und dass wir auch eine höhere Zinsen haben in den USA. Der dritte Trend ist meines Erachtens der Megatrend, der Haupttrend aktuell. Und der ist geschuldet dem Umfeld extrem niedriger Zinsen. Wir sehen ja im Moment, in den letzten Tagen haben die ersten deutschen Banken negative Einlagenzinsen eingeführt. Und hier sind Anleger natürlich auf der Suche nach Alternativen. Das heißt also höher verzinsliche Rentenanlagen, das heißt sehr flexible, sehr aktive Rentenanlagen, aber insbesondere auch der Umstieg von der Zinsstrategie zur Einkommensstrategie. Also das heißt die sogenannten Income-Fonds, das haben wir sehr früh erkannt und damit können wir zurzeit stark punkten. Und das ist natürlich ein Thema, was bei uns im Fokus steht. Wie sahen denn zuletzt die so wichtigen Nettomittelzuflüsse aus? Ja, wir waren eigentlich 2013 schon sehr zufrieden mit dem bis dato besten Jahr in unserer Geschichte mit knapp 10 Milliarden Nettomittelzuflüssen, was uns im Neugeschäft auf Platz 8 in Europa gebracht hat. In dem Jahr konnten wir das aber sogar übertreffen und haben allein in den ersten 9 Monaten fast 11 Milliarden Nettomittelzuflüsse gehabt und haben uns hier auf Platz 4 in Europa festsetzen können. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Wo kommt der Erfolg her? Und ich denke, das ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass wir in den letzten Jahren viel investiert haben im Risikomanagement, im Portfolio-Management, um unsere Produktqualität zu steigern. Und das lässt sich auch messen. Also wenn Sie sehen, die Quote an 4- und 5-Sterne-Fonds bei Morningstar beispielsweise ist auf mittlerweile fast 70% gestiegen. Es gab auch jede Menge Auszeichnungen in diesem Jahr, wie ich gelesen habe, oder? Ja, das stimmt. Und Auszeichnungen haben natürlich zwei wichtige Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist natürlich wichtig für uns als Haus, weil es in dem Fall auch in Bezug auf das, was ich gerade sagte, natürlich eine Bestätigung ist von unabhängiger Stelle, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unseren Produktentwicklungen. Und zum Zweiten hat es natürlich aber auch eine wichtige Orientierungsfunktion für Anleger, um in dem Dschungel an Gesellschaften und an Strategien sich orientieren zu können und entscheiden zu können, was sind denn besonders erfolgversprechende Anlagen. Ich möchte auch nur zwei, drei hervorheben. Morningstar, die sicherlich eben eine der führenden Agenturen sind, haben uns dieses Jahr europaweit vielfach ausgezeichnet, sowohl für Fonds als auch als beste Fondsgesellschaft. Bei FERI, die in der nächsten Woche schon die Auszeichnung für 2015 machen, sind wir die Gesellschaft mit den drittmeisten Nominierungen. Da sind wir schon sehr stolz drauf. Und eine der jüngsten Auszeichnungen, und da gilt der Dank natürlich auch den Kollegen, kommt aus der Income-Ecke. Wir haben von Cash den sogenannten Financial Advisor Award bekommen, als einzigen Fonds im Bereich Investmentfonds für unseren European Equity Target Income, bei dem wir auch heute hier auf der Messe seinen dritten Geburtstag feiern und uns auch freuen, dass eben unser Fondsmanager deswegen hier heute vor Ort ist. Und nehmen wir aber auch zu Wort kommen lassen. Sie haben das große Ganze gerade eingeschätzt, Herr Schwarzmann, für uns. Wir kommen zum Fondsmanager, zu Thomas Radinger. Wir haben die ausgezeichneten Fonds angesprochen. Ihr Fonds gehört dazu, der European Equity Target Income. Sie sind der Manager des Fonds, den es nunmehr seit rund 3 Jahren gibt. Was ist denn genau die Zielsetzung und die Strategie? Ja, die Zielsetzung ist, wie Kollege Schwarzmann schon gesagt hat, dass wir zum einen eine Brücke zum Aktienmarkt schaffen wollen für die Anleger, die zum einen schon seit vielen Jahren und das wahrscheinlich auch erfolgreich in Rentenprodukten investiert sind, zu anderen jetzt natürlich aber Alternativen suchen, weil die Renditen sehr, sehr niedrig sind.
die Verzinsung sehr, sehr unattraktiv geworden ist und wir gesagt haben, okay, lass uns doch ein Produkt schaffen, mit dem wir zum einen ein Aktienfondsprodukt haben und auf der anderen Seite eine Ausschüttung anbieten, die für 2014 wie schon 2013 bei immerhin 7% liegen wird. Besonders spannend dabei, bei Ihnen gibt es einen Extraertrag, den Sie generieren, und zwar durch sogenannte Covered Call Writing Strategien. Wie sieht die aus? Das ist eine Ergänzung zu dem Dividendeneinkommen, das wir erzielen. Sie wissen, Dividenden in Europa, Rendite liegt bei etwa 3,54% etwa. Wir können ein bisschen mehr wirtschaften, weil wir Gott sei Dank sehr lange schon den Trend haben, dass Unternehmen auch Sonderdividenden zahlen. Hinzu kommt aber, dass wir mit einem sehr begrenzten Umfang des Portfolios, da sprechen wir von 10-12% nur, der Aktien, die wir enthalten haben, dass wir da gedeckte Kaufoptionen verkaufen mit kurzer Laufzeit, etwa 4 Wochen. Der Basispreis ist dabei etwa 3-5% aus dem Geld und dadurch schaffen wir es, dass wir im Jahr so 2-2,2% zusätzlich erzielen können und außerdem natürlich auch noch die Volatilität verringern. Volatilität des Fonds liegt 200 bis 300 Basispunkte unter dem MSCI Europa Schwankungsbreite. Sie machen das ja nicht für sich, ganz klar, sondern für die Investoren. Deshalb ist natürlich die wichtigste Frage auch für Sie, wie die Investoren nun auf dieses Produkt reagiert haben und wie es in den vergangenen 3 Jahren gelaufen ist. Ja. Wie sieht Ihre Einschätzung nunmehr aus? Ja, wir freuen uns natürlich sehr über den Erfolg, den wir damit erzielen konnten. Ich habe mir die Tage, weil wir jetzt 3 Jahre Geburtstag haben, dieses Wochenende, nochmal die ersten Tage Revue passieren lassen. Wir sind gestartet mit 4,5 Millionen Euro vor genau 3 Jahren. Dann hatten wir uns schon gefreut, als wir nach etwa einem halben Jahr 100, 150 Millionen Vorvolumen hatten. Vor etwa einem Jahr waren wir bei 850 Millionen Euro Vorvolumen und jetzt vor 2 Wochen haben wir die 1,5 Milliarden Euro überschritten. Also wir freuen uns sehr. Es ist vor allem auch ein Erfolg für Pioneer insgesamt, für die Vertriebsmannschaft. Da hat Deutschland beigetragen, Italien beigetragen, Österreich beigetragen, Spanien, Frankreich. Das heißt also, wir sind in allen großen europäischen Ländern mit diesem Produkt erfolgreich gewesen und wir denken auch und hoffen natürlich auch, dass das auch nach den 3 Jahren so weitergehen wird. Also man muss hart arbeiten, aber man darf auch feiern. Heute ist so ein Tag hier auf dem Financial Planner Forum. Das war Thomas Radinger, der Fondsmanager, und Christoph Schwarzmann, beide von Pioneer Investments. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg hier auf dem Financial Planner Forum und sagen Wiederschauen.